sagen, Männer, Männer und unseren Gernot Haas, der lustigste Verwandlungskünstler Österreichs, unser Stargast, alias Gernot Rogers. Servus. Gerda Rogers ist bei uns zu Gast. Es ist mir eine sehr, sehr große Freude. Hätte ich nicht gedacht, das erleben zu dürfen. Grüß Gott, Frau Rogers. Freue mich sehr. Ja. Guten Abend, liebe Sternen, Freunde. Schön, dass ich hier sein darf. Sie haben sicher in die Sterne geschaut, um zu wissen, wer gewinnt. Ja, ich natürlich. Das ist ja ganz logisch. Venus steht heute sehr gut für mich. Ja. Für die Steinböcke. Ja, aber es ist heute mal so, am Faschingsmontag. Ich habe die Chance gesehen, was soll ich machen? Ja, ich darf, ganz kurz, darf ich Ihnen ganz kurz erklären, wie wir uns das Spiel vorstellen? Ja, Sie dürfen. Ja, folgendes, wir legen Witzkarten, also Witzkarten, Sie sind Genres, lege ich auf. Sie werden eh schon wissen, was drinnen ist. Ja, und ich habe mir schon angeschaut, das ist die Lieblingssendung. Ja, Lieblingssendung. Nein, jetzt sind Sie in den Sternen angeschaut. Ja, auch in der Sendung, ich finde die Sendung sehr witzig. Ja. Mögen Sie Karten legen auch? Machen Sie das auch so in nein, Ihrer Freizeit? Nein, das mache ich nicht. Karten legen, nein. Ich schaue in die Radix. Also das heißt, in diesem Sternenbild und sehe alles. Zum Beispiel ein kleiner Skorpion, sehe ich am Horn. Ja, am Stachel. Ist richtig. Ja, ja. Sehen Sie? Oder durch hinten. Sie hat recht. Ja, kann man das Horn hinten drauf, dann ist es wurscht. Ja. Wenn es Ihnen besser geht, dann... So steht es da besser. Ja, so, man sieht es besser vor allem beim Sitzen. Auch, ja. Und ich spiele es weniger. Der fliegende Skorpion. Ja, ja. Wie versemmel ich ein Point? So, Frau Rogers, es gibt, wir erzählen einander Witze. Wenn er lustig ist, gibt es die grüne Karte, wenn nicht die rote Karte. Das ist ein Bierdatzel. Hat keine andere Funktion, als die Furnier zu schonen. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie können einen Witz besser erzählen, dann gibt es die Ich-kann-es-besser-Karte. Und wenn Ihnen ein Witz nicht einfällt, was ich jetzt nicht glauben will, dann gibt es den Publikumsjoker. Und wir haben das beste Publikum im Raum, die nicht nur lustig ausschauen heute, nämlich besonders lustig sogar, muss man ganz offen Wahnsinn. Sagen. Was da alles dabei ist, ist wirklich bemerkenswert. Wir haben Clowns, wir haben Giraffen, den Frosch habe ich schon gesehen. Wir haben Pornodarsteller, das ist Wahnsinn. So ich glaube, von ihm haben wir einen Film da haben. Sogar. Ja. Noch ein VHS. Was ist für uns? Er steht hinter der Giraffe, ist die Giraffe auch dabei? Nein, das war dir damals noch nicht gegeben. Also Frau Rogers, was darfst du trinken sein? Ja, ich hätte gerne Rosenlimonade. Gibt es sowas? Eine Rosenlimonade? Eine Rosenlimonade. Eine Rosenlimonade. Haben Sie einen Tonic? Nein, haben wir leider auch nicht. Nein, nehme ich Leitungswasser. Da schlägt es dir aber zu, ne? Ja, ja. Aber Vollgas. Wie sage ich zu dir? Hörnchen? Nein, also ihr dürft raten, was mein Kostüm ist. Du bist ein Obstfliegen. Nein. Nein. Du bist ein fliegender Skorpion. Ein fliegender Skorpion. Aber ihr dürft es über die ganze Sendung gern hinweg. Das will ich nicht, ich will es jetzt wissen. Ja, das ist mir scheißegal. Ich hätte gerne ein kleines Bier. Kalt? Gerry? Da ich da, Gerry, bin, trinke ich ein Bier. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, irgendjemand Spritzer, mich hat er nicht gefragt. Na, weil wir nicht wissen, wer du bist. Das ist mir ja wurscht, ob du das weißt. Die Wurst kriegt einen Spritzer, bitte. So, ich lege auf die erste Runde, Frau Rogers. Es tut mir sehr leid, dass wir heute so ausgelassen sind, aber nein, ich glaube, es liegt am Alkohol. Rosenmontag ist Rosenmontag. Lass es raus, das ist gesund, gell? Raus. Ja. So, ich lege auf die erste Runde. Bitte, Julie. Kommst du F4 zum Klavier mit der Wand? Na, vor allem beim Pinkeln war ich gerne dabei. So, Dings. Ein 7-Punkte-Seniorenwitz, ein 10-Punkte-Frauenwitz, ein 5-Punkte-Tierwitz und ein 6-Punkte-Nationalitätenwitz. Gerry beginnt wie nie. Ich beginne mit einem 6-Punkte-Nationalitätenwitz. Ein Chinese liegt mit seiner deutschen Freundin, die er gerade geehelicht hat, im Bett, Hochzeitsnacht. Und er bürst sich an und sagt, Schatz, ich werde heute ganz lieb zu dir sein. Und ich weiß, dass du Angst hast, Schatz. Du wirst große Angst haben. Ich weiß, es ist das erste Mal für dich. Aber ich tue alles, was du willst. Ich mache alles, was du willst. Hat sie gesagt, ja, dann möchte ich gern Nummer 69. Was, du willst jetzt geblattene Leis mit Lindfleisch? Das geht schon für
Sehr schön. Sechs Punkte. Von mir kriegt der Harry grün. Grün, Frau Rogers. Ja, sehr lustig. Hätte nur gerne gewusst, was der Deutsche für Sternzeichen gehabt hat. Und Aszendent. Aszendent war die Dame Schützin und Sternzeichen Skorpion. Ja, finde ich sehr lustig. Ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Sehr nett. Die Band kommt mit dem Bier. Sehr schön. Der Harry kriegt ein Bier. Ja. Hast du einen Witz mitgebracht, Bernd? Einen lustigen. Einen musikalischen. Nein, einen Handwerkerwitz habe ich mitgebracht. Ja. Ein Ehepaar schon sehr lange verheiratet. Er gräbt sie Fisch. Ja. Das ist übrigens schon mal sehr groß. Ist gut, okay. Ja. Und unterhalten sie halt so und sie fängt so zum Sinieren an und sagt, sie findet das Leben so ungerecht. Und zum Beispiel jetzt, wenn eine Frau viele Männer hat, ist gleich verschrien, ein bisschen so als Fleetscherl und so. Und auf der anderen Seite, wenn ein Mann viele Frauen hat, ist er der Superstar der Welt, vielleicht der Pornostar. Also das ist wahnsinnig ungerecht, nicht? Sagt der Mann zu ihr, das ist überhaupt nicht ungerecht, das hat alles seine Richtigkeit im Leben. Ich werde das jetzt anhand eines kleinen Beispiels erklären aus meinem Beruf. Du weißt ja, ich bin Schlosser, dass du das auch verstehst. Stell dir vor, du hast ein Schloss, was mit allen Schlüsseln gesperrt werden kann. Ist ja das Schloss nichts wert, weil es den Besitz nicht beschützen kann. Nicht? Aber stell dir vor, du hast einen Schlüssel, der alle Schlösser sperrt. Eins auf Bittl. Ja, dauert schon. Jetzt großartig, Charlie! Von mir kriegt der Schulli grün. Ja. Frau Rogers, wann werden wir mit der Point rechnen können von diesem Witz? Das ist immer das Problem, wenn Fisch und Krebs zusammen sind, passen einfach nicht zusammen. Ja, wenn ihr gesagt hättet, Fisch und wieder, wäre schon von Anfang an lustig gewesen. Kannst du mir noch einmal erzählen mit Fisch und wieder? Ja. Aber nur der Frau Rogers, das passt jetzt schon. So, ja, Prost. Sehr lustig. Ab zum Wohl. Prost. Schön, dass Sie da sind. Sehr. Haben Sie ein Wasser haben Sie jetzt bekommen? Leitungs, wenn ihr nicht meine Lieblingsgetränke habt. Ja. Prost. Na, wenn wir das wissen. Dass am Rosenmontag kein Rosenwasser gibt, das geht ja anders auch nicht. Rosenlimonade. Ja. Hm. Rosenlimonade. Oder Tonic. Ja. Mit einem Gin. Ja. Die passen zusammen. Ja, von den Beratungen braucht man das, ja, wenn man ein gutes Horoskop macht. Das ist klar. Müssen passen. So, ich nehme den 10-Punkte-Frauenwitz. 10 ist das Maximum, was man nehmen kann. Und ich glaube, der ist sehr lustig. Aber der Harry ist ja eh für gute Witze berühmt. Natürlich, ich kann dazu sagen, was ich will. Ich nehme immer einen Zehner. Eine Frau kommt in ein Sportgeschäft und sagt zum Verkäufer sehr leise, sagt sie, entschuldige, ich bräuchte einen Bikini, der alle meine Problemzonen abdeckt. Sagt der Verkäufer, Schlafsäcke ist an dem zweiten Stock um. Er hat eine Freude. Ich hab den nicht schlecht gefunden. Ja, Ja, aber kein Zehner. Ja, na wurscht. Nein. Die Stubenfliege legt drauf. Du warst schon mal besser. Falsch. Ich kann's besser, Lydia. Ja. Oder das Lydia. Der. Nein, du musst, errat es. Du musst drauf. Einspänner. Kein Einspänner. Wie heißt denn das Einhorn? Es gibt doch ein Einhorn in der Frau Rogers. Es gibt doch. Elliot. Das Schmunzelmonster, ich weiß nicht, was Sie meinen. Nein, das Einhorn, es gibt doch diese Figur des Einhorns. Ja, klar. Ja, aber das hast, also, du bist Einhorn. Nah dran. Sie sind ja, ein My Little Pony. Nein, nein, nein. Nein, du bist nah dran. Also mit du weißt das in Wirklichkeit gar nicht. Nein, ich weiß es ganz genau. Ja, schaust du aus wie der Schneckel. Ich weiß es. Ja? Sie sind ein von der Ehefrau betrogener gehörnter Schmetterling. Ja. Nein, ja, ein schönes Bild. Näher dran mit Einhorn. Aber wenn ihr auf der Einhornfährte bleibt, vielleicht vor euch das heute noch. Also bitte, was auch immer du bist, du Wesen. Also eine junge Frau wird von ihrem Freund ausgeführt und die kommen an zu Hause vor ihrer Türe und er lehnt sich lässig an die Wand und fragt sie verschmitzt, ob sie ihm nicht zum Abschluss des gelungenen Dates mit dem Mund noch eine Freude machen kann. Ja, ja, das Mädel ist total pikiert und sagt, na, also das mache ich nicht, das mache ich nicht. Sagt er, na komm, das ist ja, liebst du mich nicht oder was? Und sie sagt, nein, 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 ich, nein, nein, das...
das mache ich nicht, das traue ich mich einfach nicht. Ich habe das noch nie gemacht. Sag ich, na, das ist überhaupt nicht schlimm. Mach das, das ist total super. Ne? Es geht hin und her, 15 Minuten lang, und auf einmal kommt der Opa im Pyjama, macht die Tür auf und sagt, Mal, der Papa sagt, mach hier und tu es, sonst macht's die Mama. Und zur Not kann es auch ich machen. Und wenn es ist, kommt der Papa selber runter und macht's. Aber sagt dem Arschloch, er soll die Hand von der Sprecherlage nehmen. Na, und der ist jetzt besser? Na, das habt ihr davon. Ich habe nicht gesagt, dass er besser ist. Nein, jetzt bin ich sehr besser. Frau Rogers, Sie und der Gary müssen jetzt entscheiden, ob mein Witz lustiger ist oder der von der Lydia. Ich muss sagen, also Ihr Witz ist ein bisschen frauenfeindlich gewesen. Finden Sie? Ja, finde ich schon. Da finde ich den viel besser. Mir ist einmal so etwas Ähnliches passiert beim Bikini-Kaufen. Deswegen ist mir der sauer aufgestoßen, der Witz. Ich muss sagen, das, was hier unser fliegendes Einhorn, Regenbogen-Einhorn, regenbogenhäutiges Einhorn, gelocktes Afro-Einhorn, Michael Jackson verwandtes weiß-schwarzes Einhorn, ich weiß es nicht. Ja, aber nicht. So nah dran. Ich bin nah dran. Extrem. Naja, was gibt's für Einhörner? Ja, ich weiß es auch. Es gibt doch das Fabelwesen, hat doch einen Namen, das Einhorn. Die mit den Flügeln, die sind die Pegasus. Ja, Pegasus. Der Pegasus. Ja. Aber der hat kein Horn. Ich schon. Pegahorn. Mich besser als der Pegasus. Hornsus oder Pegahorn? Frau Rogers, bitte, wir brauchen jetzt die Bewertung. Ja, also ich finde, den muss ich sagen, den Witz mit der Speicheranlage besser. Ja, mir ist schlecht. Ja. Ich bin auch für die Speicheranlage. Das ist eine Frechheit! 10 Punkte für die Lydia! Ja. Das ist ein Skandal! Ach Gott, na. Ja, du bist dran. Nimm da gleich die nächste Karte. Ja, dann nehme ich den 5-Punkte-Tierwitz. Sehr gespannt. In Schwarzwälder Jägerkreisen spricht man schon seit Monaten vom unbesiegbaren Problem. Problembären. Ja? Der lässt sich nicht besiegen, ist ein Wahnsinn. Der hat schon so viel Jäger erzürnt. Und jetzt hat das Land Baden-Württemberg einen Bewerb ausgeschrieben, nämlich wer den Bären schießt, der gewinnt eine Großwildjagd nach Afrika. Ja, ja, der Engelbär, der immer so ein bisschen ein Außenseiter ist, der freut sich total, ja. Und dann sagt, das ist ein Wahnsinn. Also wenn ich das gewinne, ja, dann werde ich die geile Törte einladen, gell, nach Afrika, und dann fahren wir gemeinsam und dann erfülle ich mir meinen Lebenstraum. Ja gut, er bereitet sich vor, der Engelbert, ja, bewaffnet sich, geht zur Höhle, wo der Bär leben soll, schleicht sich hin, ja, kein Bär in Sicht, geht hinein in die Höhle, und auf einmal steht hinter ihm der Bär und sagt, Dortmund. Na, der ist ganz fertig und schaut, ne? Muss aber den Wunsch des Bären erfüllen. Es nutzt nichts. Ja? Geht dann nach Hause völlig traumatisiert und ist ursauer und lässt sich was einfallen. Weil am nächsten Tag geht er hin, noch schwerer bewaffnet, nimmt das Maschinengewehr, geht hin zur Höhle, huckt sie vor und macht bum, 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 bum. In der Höhle stoppt's wie deppert. Ja, der geht rein, schaut links, schaut rechts, kein Bär, freut sich schon. Und auf einmal, der dreht sich um und der Bär sagt, Dortmund. Na gut, der muss wieder herhalten, ja? Diesmal noch intensiver als zuvor, weil der Bär war ziemlich angefressen wegen einem Maschinengewehr. Ja? Na jetzt bereitet er sich vor, packt 3 Handgranaten ein, setzt sie vor die Höhle, hat eine, boom, hat die nächste eine, boom, hat die dritte eine, boom, die Höhle komplett zerschmettert, geht her, schaut sie um, kein Bär, und schreit, ja, ich bin ein Held, ich hab's geschafft, der Bär fährt zur Hölle und ich darf endlich noch Dortmund. War das eine Sage oder was war das? Ja, ja. Als Einhorn erlebt man so einiges. Wir bewerten das. Ich aus Verlegenheit sag grün, weil du es so schön. Weil ich es nicht verstanden habe. Aber du hast es super schön erzählt. Also, ich bin fast rot, Sturm. Weil ich es nicht verstanden habe. Sehr gut, okay. Gary. Sehr konsequent. Das gefällt mir so an dir. Danke, Hans.
Haare. Frau Rogers, was... Ich hätte auch eher rot gesehen. Ja? Ich habe es nicht verstanden. Ja? Aber andererseits ist es so sympathisch, dass Michael Jackson Einhorn. Na, da Ihren... Aber fast. Kann man rot geben? Nein, Sie können ruhig rot geben, ja. Also ich, das unterstütze ich sogar. Wenn Sie das unterstützen. Ja. Zweimal rot, einmal grün. Leider eine kleine Trauermelodie für den Tierwitz von Lydia Horn. Ja, Blick, wisst ihr, dass der Schurli so gut musiziert? Ja, wann? Na, der kann ja alles. Der Schurli ist ein Wahnsinn. Alles, der kann alles. So, Frau Rogers, ja. Sie sind mit einem 7-Punkte-Seniorenwitz dran. Ja, das haben Sie gesehen, die Auswahl ist sehr groß. Na, aber das haben Sie schon zu Hause gewusst wahrscheinlich. Bitte. Ne? Naja, Seniorenwitz, gut. Ja, danke sehr. In einem Krankenhaus liegt Opa Wilhelm, 85 Jahre alt, Skorpionmann, nein, nicht Skorpion, sondern Schützemann, wie der Herr Brünster. Ja, das heißt weltgewandt, hat viel gesehen, viel erlebt und ist besucht von seinem Enkel. Der Enkel, relativ brüde, Jungfrau, ganz typisch, kommt und sagt, sag einmal, Opa, wie geht's dir denn? Der Opa sagt, ja, mir geht's eigentlich relativ gut. Boah, ja. Die Rogers hat was drauf. Ja, ich muss ein bisschen einlassen auf die Figuren. Ja. Sagt er, ja, wie wirst du denn hier behandelt, Opa? Sagt der Opa. Ja, gut werde ich behandelt, sehr gut. Die Schwestern sind reizend zu mir. Ja, aber wirklich, es ist doch nett und kannst doch gut schlafen. Zu Hause schlafst du immer so schlecht. Sag, prima kann ich schlafen, ich kriege einen heißen Kakao und Viagra. Was, Viagra ist ja unmöglich. Du kannst das gar nicht stimmen. Na, der Brüderenkel geht zur Krankenschwester. Sag, Schwester, das kann doch nicht sein, dass ich meinem 85-jährigen Großvater zum Einschlafen einen Kakao und der Viagra geben. Das darf doch nicht wahr sein. Was hat das für einen Sinn? Sagt die Schwester. Ja, das ist schon wahr. Natürlich, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht. Durch einen Kakao schlaft er tief und fest und das Viagra verhindert, dass er aus dem Bett rollt. Das ist lustig! Sehr liebevoll erzählt. Ich muss noch so sagen, ich bin meiner Schwester Renate erzählt, meiner Zwillingsschwester. Die hat gesagt, der Witz ist ordinär. Aber ich finde, es ist ein Witz mit Stil. Ja. Auf jeden Fall mit Stil. Ja, grün, dreimal grün, 7 Punkte für die Frau Rogers. Sehr, sehr schön erzählt. Ja, da kann, ja, da kann man sich schon was abschauen. Ganz toll. Wir kommen zur Wertung nach der ersten Runde. 0 Punkte für den Gerry. Schau dir mal so. Ja, nein, Harry 6, Gerda 7 und Lydia 10 Punkte. Warum auch immer. Ja, ich muss gleich unterbrechen. Ich muss mich leider verabschieden. Ich wollte weitermachen, es geht aber nicht. Ich muss heute noch ein paar Horoskope machen. Oh je. Ja, aber ich Horoskope? Horoskope heißt das bei mir. Ja. Und ich bin keine Streichelastrologin. Wissen Sie, ich halte es da ganz mit einer Supermarktkette. Es ist verdammt hart, die Beste zu sein. Merkur. Ja. Und ich muss leider gehen und muss Ihnen sagen, ich habe aber natürlich einen Ersatzkandidaten für mich gebracht. Der kommt gleich. Ja. Ich glaube, es ist ein guter Satz. Ja, Frau Rogers, dann danke fürs Dasein, dass Sie sich Zeit genommen haben und wir verabschieden Sie mit einem großen Applaus. Danke, Gerda Rogers, großartig. Verlässt mit 7 Punkten die Arena. Danke fürs Dasein. Kommen. Leben Sie wohl. Danke, Frau Rogers. Wahnsinnig attraktive Frau. Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, weil die Gerda Rogers quasi hat gesagt, sie hat einen Freund mitgebracht. Ja, wenn er die Gerda Rogers war, dann bin ich der Gerry Seidel. Ja, aber dann bin ich der Harry. Ja, genau. Und würde jetzt nicht Harmonika spielen. Also bitte, ist ein Gast da? Kommen Sie rein. Who's that? Oh. Was? Nein! Die steirische Eiche. Große Freude. Arnold Schwarzenegger findet zu uns nach Wien. Wie kam? Ich freue mich sehr, ich bin eingeladen gewesen, deswegen bin ich da. I'm very happy to be here, wie wir sagen in Amerika. Was soll ich jetzt von der Rogers nachsaufen oder wie stellst du das? Nein, das geht mir so nicht. Nein, nachsaufen muss man ein steirisches Bier. Ja, servus. That's very nice. Great to meet you. Wasche man nie mehr. So, wir haben leider nur Faschings gehabt von keinem Apfelstrudel. Arnold, nicht böse sein, ist ein Nichtraucher-Tisch. Dann muss ich das elektrisch machen.
Das ist in Ordnung. Wie macht ihr das? Elektrisch, rauchst du ein Bügeleisen? Oder? Mit dem kannst du das umwandeln auf elektrisch. Ich stelle mir das vor, imagine, so, wir sagen in Amerika und das geht dann. Das ist so lang. Das ist der Terminator Manier. Yes, we can, everything is possible. Yes, we can. Yeah. You're absolutely right. Great. Absolutely. Great. Habt ihr mir schon erklärt, worum es geht? This is a joke TV show. Das ist nicht Englisch reden? Dein Englisch ist fast so gut wie meins. Genau. Yeah. erklärst du? Yes, this is a joke TV show. Frag mal, ob er glaubt zu wissen, wer du bist. Do you think you know who I am? Selbstverständlich oder self-speakingly, wie wir sagen in Englisch, ich hab das sofort erkannt beim Reinkommen. 1:1, meine letzte Haushalterin. Mama! Richtig! Big Mama! Sehr schön! Setzt das auseinander! Sehr gut. Herr Schwarzen, Arnold, dürfen wir Arnold sagen? Du darfst dir zu mir Arnie sagen, ich habe schon festgestellt, Arnie. Die meisten Witzerzähler haben Spitznamen, Gary oder Harry, Gary und Lüdi muss man Lüdi. Zu dir sagen. Lüdi, ja. Lüdi. Das ist die Y-Company. Ich höre euch besonders gern. Pleasure. Es ist ein Pleasure. Du hast einen Pleasure. Surely, it's surely a Pleasure. Das ist Shirley und hat einen Pleasure. It's really Shirley. Shirley. Prost, meine lieben Freunde. Yes. I'm very happy to be here today. Yes, me too, me auch. Die Mutti wäre stolz gewesen. Sie hat immer gesagt, Arnold, du bist der größte Witzerzähler von Weiz hier, the greatest joke teller in Weiz. Dabei bin ich gar nicht in Weiz gewesen, gell? Habe ich gar nicht gewohnt. Vielleicht schon der erste Point gewesen. Prost. Nein, das war kein Point. Das ist eine Reality. Weiz ist der Opferstraßen, musst du. Ich lege auf die nächste Runde. Ja, also, es ist ein 7-Punkte-Requisitenwitz, ein 4-Punkte-Bauernwitz, ein 3-Punkte-Polizistenwitz und ein 5-Punkte-Lieblingswitz. Ich bin dran, glaube ich, oder? Ja, genau. Ich bin dran und nehme den 5-Punkte-Lieblingswitz. Zwei Ehepaare treffen sich seit Jahren und spielen jeden Mittwoch spündig Karten. Und die Damen, irgendwann nach geraumer Zeit, gingen die Damen dann verschwinden in der Küche und richten ein paar Brötchen und so. Plaudern die zwei Männer, möchte der eine dem anderen erklären, wo sie vorige Woche auf Urlaub waren. Das war ein tolles Quartier und dem fällt dann, sagt er, sag einmal, Gott, ich glaube, ich merke mir, das ist der Trottel. Wie hat das geheißen, der Dings, wie heißt denn das? Bei der Hochzeit hat man die Blume, das, wie heißt denn das? Sagt der andere, Nelke. Sagt er, nicht die andere, die andere, wie heißt die andere? Sagt er, Rose. Sagt er, genau, Rosi, wie heißt das Quartier, wo wir wohnen? Das ist ein great joke. Die hat ein bisschen länger gedauert, was? Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Anni, ist mir jetzt zum Werten. Der war ein Punkt. Great. 5 Punkte Lieblingswitz. Ganz Applaus. Dankeschön. Große Freude. Bin schon sehr. Sieht man diese Sendung auch in Amerika, Anni? Ich schaue es mir immer an, natürlich, ist ganz klar, weil ich den österreichischen Humor mag. Es gibt Leute, die sagen, wir Österreicher sind ein bisschen blöd und deppert. Das ist not true, wie wir sagen in Amerika. Ich habe mal mit Dieter Bohlen geredet. Der hat zu mir gesagt, Arnold, die Österreicher seid so blöd, gehen wir runter zum Taxifahrer und sagen, wir sollen zu dir nach Hause fahren und schauen, ob du daheim bist. Habe ich gesagt, der wird ja wohl nicht so blöd sein. Bin runtergegangen und habe gesagt, pass auf, fahr mal zu mir heim und schau, ob ich zu Hause bin. Was soll ich sagen? Ich drauf weg, ist weggefahren. Dabei hat der Anruf mal keinen. Ja. Sehr schön. It's always this mit den Vorurteilen. That's the way it is with the prejudices, wie wir sagen in Amerika. Ja? Sie genau. Versteht mich, because we both speak the same great English. Yes. Es ist jetzt überhaupt sehr great, beides, yeah. Sehr great. Ja. Willst du bei mir anfangen als neue Haushalterin? Ja. Furge, ich habe schon drei Kinder. Das macht nichts. Weißt du, wie man einen guten Apfelstrudel macht? Ja, das kann ich. Das ist das Einzige, was ich kann. Putzen kann ich nicht, aber einen Apfelstrudel, das ist super. Putzen brauchst du nicht, es gibt andere Sachen. Ja. Da finden wir uns was. Oschenbecher aus Land brauchst du auch nicht, weil der raucht kalt. Lydia, oder was du auch immer bist, nimmst du dir bitte den meine Haushalterin. Ja, genau. Ja, ein bisschen Haushalterin, gell? Ja, mit Peilsender. Requisiten, Bauern, Polizisten. Ich nehme den 7-Punkte-Requisitenwitz.
Danke. Ich bin sehr gespannt, was du nimmst. Ich brauche auch Du hast schon Kiste. Ungefähr 4 Requisiten umhängen. Ich mache dich darauf aufmerksam. Ich bin die Requisite heute. Schuhe? Ja, die Schuhe. Sie braucht Schuhe. I take the shoes and I need to stand up because Na, die sind aber schon lange you need im Dienst. To see my whole body when I tell this joke, you know? I understand you, baby. Yeah, but nobody else, that's the problem. Das smoke nichts, wir sprechen miteinander, genau, we talk to each other. Nein, wir verstehen ja nicht schon. Als dann. An einem regnerischen Tag fährt der Bauer mit seinem Traktor hinaus aufs Feld und bleibt prompt stecken. Ne? Und er denkt sich, so ein Scheiß, wie komme ich da wieder raus? Ne? Und schaut sich das an, steckt aus und geht wieder rein in den Traktor, setzt sie eine, lässt die Kupplung kommen, gibt Gas, Gas, Gas und den Dreck schleudert es nur so weg und er kommt nicht raus. Er sieht, es ist sinnlos. Keiner da, der ihm helfen kann, denkt, dass ich ja, die Resi rufe. Schaut rüber zum Bauernhaus und sagt, Resi! Resi, komm her mal, du musst mir helfen. Da die Resi, die kommt daher in ihrem Dirndl, gell, und sagt, Resi, pass auf, zieh das Dirndl aus. Ich muss das Dirndl da unterm Raffen einspannen, damit ich da mit dem Traktor rauskomme, weil ich steck da fest. Sagt sie, da bist du deppert, hörst. Ich habe darunter gar nichts an, hörst. Ich kann das nicht ausziehen, bist du narrisch. Sagt er, okay, du hast da nichts an, der Traktor steckt da drin, ich muss weiterarbeiten. Na ja, gut, ich denke, sie, scheiße, das ist mir urpeinlich, aber sie zieht das Dirndl aus und er spannt es ein unterm Reifen, setzt sie wieder auf den Traktor, gibt Gas und auf einmal jetzt fetzt das Dirndl in 3000 Fetzen und jetzt fliegt alles in die Luft. Ja, der Bauer ist ganz fertig und sagt, na, jetzt hat das aber blöd, ja, das ist deppert mit den Klaller, das ist hier. Ja. Pass auf, rennst zum Nachbarn und sagst, der soll mir helfen, ja. Rennst zum Nachbarn und redst mit ihm. Ne. Sagst du, bist du deppert, das kann ich jetzt, ich hab nichts an, ich hab nichts an, das kann ich nicht machen, das ist mir so peinlich. Gell. Sagt der Bauer, na geil, tu dir was an, jetzt zieh meine Schuhe aus, da schau, da nimmt halt da die Schuhe da davor. Ne. Na, die Resi geht, ja, nimmt die Schuhe und hält sie so davor, gell, klopft an beim Nachbarn. Ja, der macht da auf, sagt, ja, was ist denn, Resi, was stehst denn da? Sagt, ja, es ist folgendes, der Bauer ist stecken geblieben und kommt nicht mehr raus, sagt der Nachbarn, na, so wie der steckt, kann ich auch nicht mehr helfen. You understood? Ah ja, das ist so easy. Ich habe es verstanden. Ich habe es sehr, sehr lustig gefunden. You know, the farmer got stuck in the... The farmer got stuck in with the... With the foot in the... With the absolutely so. Das ist mir bei meiner Haushälterin einmal passiert. Ja. Haben die von mir kriegst green. Green, green, green. Dreimal green. 7 points für Lydia. Woo! Ein wunderschöner Requisit. Lass mich dein Schuh sein. Anni, du bist dran. Was habe ich noch? Vier Bauern oder drei Polizisten? Polizisten mag ich nicht. I don't like the bulls, I take the Bauern. Yes. Wunderbar. The farmers. But the policeman looks bitte. More than the Terminator. Ruinier nix. Stellt euch vor, Big Shot, wie wir sagen in Amerika, a Bauernhof. Ein Bauernhof ist ein alter Haum. Wie wir sagen in Amerika. Und der Bauer will ihn austauschen gegen einen Jungen. Und der Junge kommt, junge Hahn kommt und der alte Hahn sagt zum jungen Hahn, junger Hahn, pass auf, ich weiß, du willst jetzt alle meine Hühner haben, you want to take all my chickens, aber sei so lieb, lass mich wenigstens meine Lieblingshähne behalten. Sagt der junge Hahn, kommt überhaupt nicht in Frage, it's out of the question. Dann sagt der alte Hahn, pass auf, let's make a deal, machen wir Geschäft. Wenn ich schneller bin als du in einem Weitrennen, dann darf ich meine Lieblingshähne behalten. Sagt der Junge, ist keine Chance, gut, machen wir so. Sagt der alte, pass auf, lass mich 5 Sekunden vorrennen und dann rennst du nach. Der Junge denkt sich, no chance. Sagt, lauf raus, alter Hahn, ich gebe dir sogar 10 Sekunden. I give you 10 seconds. Der alte Hahn rennt los. Man merkt, er war nie ein Bodybuilder, er ist relativ langsam. Der Junge nach 10 Sekunden sprintet an, Vollgas hinter dem Alten her. Plötzlich macht es Puffchen da. Der junge Hahn fliegt tot auf den Baum. Der Bauer in der Entfernung stellt die Schrotflinten hin und sagt, so ein Bech, schon wieder ein schwuler Hahn. Ha ha ha!
Very funny. Yeah. Grün, grün. Like 4 Punkte für den Bahnwitz von Anne. Tausend Applaus, hervorragend. Sehr schön erzählt. Sehr schön erzählt. Harry, 3 Punkte Polizistenwitz. Zwei Besoffene gern vom Heiring haben, sagt der Herr Schwebe, schau mal auf, wie schön der Mond heute leuchtet. So grün, du bist eben, der ist ja blau. Der Mond ist grün. Was hast du gesoffen jetzt? Der ist blau. Da kann man bei einem Polizisten vorbei, geht da hin und sagt, Herr Schwebe, Frage, ist der Mond grün oder blau? Hat er gesagt, meinen Sie den oder den? Hat mir sehr gut gefallen. Ich möchte sagen, als ehemaliger Kindergarten Cup, der war gleich wieder grün. Sehr, sehr, gut, sehr großzügig. Right. Ich auch. Also halber Saison geben. Dreimal grün, 3 Punkte für den Harry. Eigentlich Gary, muss man sagen. Ne? Liebe Gary, ich muss leider sagen, ja. Ich muss euch leider verlassen, mein Helikopter kommt, ich muss schnell abfliegen, ich habe in Amerika eine neue Sendung, Celebrity Apprentice. Der Trump wartet schon drauf auf die nächste Folge. Ja. Und außerdem könnt ihr euch nicht leisten, dass ich länger da bin. Aus dem Grund habe ich einen ziemlich schlechten Ersatz als nächstes braucht, aber what shells, wie der Franzose sagt. Ja, na dann danke fürs Dasein. Und ich sage, I'll be back. Und hasta la vista, baby. Das soll man so sein. Danke schön. Vielen Dank! Danke. Arnold Schwarzenegger verlässt uns! Und flattert dabei ein Glasl! Das muss man gesehen haben, wie elegant er spielt! Großartig! Er ist gegangen! Arnold Schwarzenegger hat unser Studio verlassen. Wer ist der nächste Gast? Wir sind sehr gespannt. Nein, ist nicht wahr! Ja! Großer Applaus! Tag, Dieter! Dieter Bohlen, großartig, extra hergeflogen, oder hast du in Wien zu tun? Ja, ich bin natürlich geflogen, ich bin ja nicht gegangen, du. Ich bin ja in einer Gehaltsklasse, du. Ja. In der Heizklasse? In einer Gehaltsklasse, du. In einer natürlich Gehaltsklasse. In einer Gehaltsklasse. Ja. Entschuldige, ja. Ich meine, ihr Österreicher spricht ja undeutlich, aber ich weiß nicht, ob du auch nur schlecht hörst, du, ja? Ich glaube, heute kommt ja beides zusammen. Ich bin natürlich, natürlich bin ich geflogen, ja? Also ich gehe von Hamburg hier nicht her, von Tötensen, ja? Wie lang fliegt man von Schwächert bis daher? Ja, ich war beschäftigt im Flieger, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich kann nur eins sagen zu euren Witzen. Ich habe das ja hinten angeguckt, ja. Also die Witzauswahl, ja, die ist so scheiße gewesen bisher. Also da erzählt meine tote Oma in ihrem jetzigen Zustand die Witze besser. Ja, also na, dann machen wir gleich weiter, ja, in diesem Atemzug. Na, sehr sympathisch. Dieter, wir werden dir jetzt zeigen, wie es wirklich schlecht werden kann. Ja. Ja. Nämlich jetzt kommt das Einhorn. Ja, was soll das überhaupt für ein Kostüm sein, du? Du siehst aus wie ein Elch auf Ecstasy oder so, ja? Oder wie Roberto Blanco nach dem dritten Schleudergang. Ja? Ja, ja, das Kostüm ist so scheiße, du. Du, ja, bist ja eigentlich eine süße Frau, ja? Aber das ist mega scheiße. Ja. Wenn meine Frau, was ist das hier? Du redest an Stiefel. Ich sag nur, na, ich so, pack scharf, ja, auf dich. Ja, 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 ich schau gut. Jetzt, ja, hör mal zu, ja? Ich sag dir nur eines, ja? Also wenn meine Frau so ein Kostüm anzieht, ja, dann sperre ich die 3 Jahre im Keller zum CD-Schlichten durch. Ja, also da muss ich sagen, bevor ich deine Frau werden würde, dann würde ich mit 3 Jahren im Keller einsperren zum CD-Schlichten. Ich hätte freiwillig auch gerne. Gerne. So, an dieser Stelle, ja, Dankeschön, oh, ja, ist alles großartig. Nein, aber ich, die Frage ist schon berechtigt. Also ich darf auflösen, was ich bin, nachdem es ja niemand erraten doch hat. Doch, wir wissen es ja schon, ja, längst. Wisst, wir wollten ja, wir glauben, also der Kollege hinten mit der kleinen Brille hat gemeint, du bist Arabella Kiesbauer. Ja, du bist sehr nah dran. Ja, ich bin was heißt nah dran? Na, ich bin ein Einhorn, das sich als Arabella Kiesbauer verkleidet hat. Großer Applaus, großartig, ein Einhorn. Ja, ja, ja. Du bist noch gar nicht dran zum Bewerten. Ja, aber ich wollte mal das Kostüm bewerten. Willst du, ja, willst du was trinken? Ja, natürlich. Eine Diät-Cola für mich, ja? Eine Diät-Cola? Ja. Du musst die Kalorien ausbämseln, oder was? Ja. Sprudeln. Ach so, nein, ist ein Mineral. Eine Diät-Cola ist ein Mineral. Dieter, ich bin so frei und lege, ja, auf die nächste Runde. Du bist gespannt?
Ich bin total gespannt. Ja. Ja, das freut mich. So, es ist ein 10-Punkte-Männerwitz, ein 5-Punkte-Nonnenwitz, ein 3-Punkte-Deutschlandwitz und ein 6-Punkte-Lehrerwitz. Bitte, Lydia, du bist dran. Ich nehme den 10-Punkte-Männerwitz. Ach, was? 10 ist das Höchste? Ja, das wollte ich nicht mehr, aber gut, ja, soll sie, ja. Ja, geht schon, Arabella, mach mal. Ja, ich kann ja sowieso, ich kann ich eigentlich vorher schon hinlegen. Das mach, ja. Na komm, schon, dann leg's hin. Ja, leg's hin, ja, dann leg's hin. Ja, genau, dann schauen wir gleich. Ich bräuchte hier so zu 10 solche Karten. Ja, Lydia, Arabella einholen, ich verlasse mich auf dich. Ja, ja, wenn Polen schlitzt, dann fang ich auf. Ja, ich mach mal. Also ein Paar geht einen trinken und nachher noch zu ihm heim einen Film anschauen, sagt sie zu ihm: Boah, ich liebe Filme, wo ich am Ende ein Taschentuch brauche, sagt er, ich auch. 10. Jetzt sagen Sie, was ist der Unterschied zwischen Lieblingsfilmen? Aber der Dieter hat schon gelebt. Dieter. Also glaubst du mir das jetzt, muss ich dir noch erzählen? Oder? Ja, musst du erzählen, bitte, wir bitten darum. Gut, es ist wirklich sehr schlecht gewesen, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, war scheiße, du. Ja. Mega scheiße. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, gut, ja. Also ich lerne ja so gern. Ja, also eigentlich finde ich das ja auch unverschämt, dass hier Deutschlandwitze sind, ja. Ich wollte ja irgendwann mal einen Österreicherwitz erzählen, du, aber... Na, du darfst einen Österreicherwitz erzählen. Ja, das will ich jetzt nicht, ja. Weißt du, der Mann kann ja ein Österreicher sein. Weißt du überhaupt, wie viele Österreicherwitze es gibt? Kein einziges, sind alles Tatsachen, du. Ja, das findet hier natürlich niemand lustig. Warum nicht? Das war nicht der Witz, ja? Das war nicht der Witz. Der Witz kommt jetzt, ja? Okay. Also in Thailand, ja, ist ein deutscher Geschäftsmann, ja? Und der ist gerade fröhlich mit einer Thailänderin zugange, ja? Und die Thailänderin brüllt begeistert: Haito, Haito, die ganze Zeit, ja? Und er denkt sich: Super, ja, Haito, das muss ich richtig geil sein, ja? Und am nächsten Tag hat der deutsche Geschäftsmann ein richtig tolles Golfturnier mit einem wichtigen Geschäftspartner, ja? Und der Geschäftspartner, der macht Hole in One, ja? Also der trifft richtig sofort ins Loch. Und der Deutsche denkt sich: Super, jetzt werde ich mal anwenden, was ich gelernt habe, ja? Und sagt: Haito, Haito. Der Geschäftsmann schaut verwundert und sagt: Wieso falsches Loch? Ja. Athena war das nicht. Ja, du musst das doch vergleichen mit dem, was sie gemacht hat, du. Ja, aber es war trotzdem kein 10. Na, ja. Gefällt mir nicht gar nicht. Leider, Dieter, leider. Ich sag mal ganz scheiße, um den großen Ich hab doch zu nicht mal was, ich hab doch eine Cola bestellt. Gibt keine Cola. Na, das ist eine Cola ja ohne Ding. Ich muss. Rot ist. So, und ich gebe mir aber Grün, ja, und damit ist ja, das. Ja, das ist mir aber scheißegal. An dieser Stelle 10 Punkte für die Lydia. Hervorragend, der Männerwitz. 10 Punkte für die Lydia. Entschuldigung, das war ja Anfangszene. Beine rot. Ja, na klar, das war doch kein Zehner nicht. Willst du drüber reden? Ja, ich will drüber reden. Das war kein Zehner. Das war ich doch die ganze Zeit. Das war doch scheiße. Willst du wirklich auf seiner Seite stehen? Nein, es war kein Zehner. Das war ein Zwölfer. Das stimmt eigentlich. Beine rot. Gib den Zehner sofort zurück, Lydia, bitte. Beine rot. Du gibst ihn sofort her. Hol ihn dir. Bernd? Weg damit. Bravo, Bernd! Nein, leider, doch nicht. Nein, der Harry hat absolut gerne. Absolut recht. Ja, man kann nicht Beine sehen. Rot in Wirklichkeit. Ein sehr schlechter Witz für einen Zehner, muss man ganz offen sagen. Der war super. Wir kommen zunächst und wir sind gnadenlos, Gary und. Ha, Gary. Ja. Ja, genau, in diesem Sinne. Ja, Harry. Ja. Dieter, du bist dran. Du kannst dir jetzt einen. Ja, also ich werde ja mal hier den Dings, den. Nimm den Deutschlandwitz. Den Lehrerwitz. Nee, ich habe Deutschlandwitz. Gibt's, das finde ich unpassend hier, ja. Ich erzähle mal hier einen geilen Lehrerwitz, ja. Also in der Klasse unterrichtet eine junge, hübsche Englischlehrerin, sieht aus wie das Einhorn, nur blond, ja. Und der Direktor macht gerade seine Runde, ja, und macht so ein bisschen, guckt er so, wie die Lehrer so unterrichten, ja. Und setzt sich in der Klasse in die letzte Bank zu Hans, ja. Und die Englischlehrerin versucht natürlich besonders gut zu unterrichten, der Direktor ist ja hier, ja, und schreibt einen englischen Satz an die Tafel und sagt so: Wer kann mir den übersetzen? Der Direktor sitzt hinten neben Hans. Hans zeigt schüchtern auf, sagt sie: Gut, Hans, was steht hier an der Tafel? Sagt Hans: Ja, die Alte würde ich heute gerne mal bumsen. Die Englischlehrerin ist total entsetzt, ja, sagt: Sag mal, spinnst du? Sagt Hans: Tut mir leid, dann hat mir der Direktor falsch eingesagt. Ja.
Ja, das ist doch ein mega geiler Witz. Ja. Ich denke, ihr habt den anderen nicht verstanden. Ja, ja, das glaube ich da eh. Ja. So, zweimal grün, einmal rot vom Einhorn. Nein, ich trotzdem 6 Punkte für den Lehrerin von Peter Bull. Ja, nein, ich wollte dazu hören. Ja. Wollte dazu hören und trotzdem witzig. Harry, du bist dran, nimmst einen 5 Punkte Nonnenwitz. Eine Nonne steht im See. Dann kommt ein Polizist dabei und dann schreit sie: Helfen Sie uns, helfen Sie uns, helfen Sie uns! Der hat gesagt: Moment, was heißt helfen Sie uns? Sie siegen nur Sie, ehrwürdige Mutter. Ja, wir stehen auf die Schultern von unserem Pfarrer. Vorher hat sie geopfert. Also auf 5 geht. Ich wollte gerade sagen, der gibt mir rot für meinen Zehner und erzählt dann 5 und der nicht lustig. Der geht drüber. Nein, nein, ich kann nicht. Nein, er ist eh lustig. Ich hätte sogar einen, glaube ich. Ich hätte sogar, aber ich kann ihn sehr schlecht erzählen, Harry. Ja, aber dann hätte ich ihn gern gehört. Geh weg mit dem Ding. Das. Ja. So, super, ich kann es besser. Ich besuche den Harry. Das ein Nonnenkloster, ja, soll renoviert werden. Und alle Nonnen legen Hand an und die eine kann die Fassade malen, die andere die Fenster umeinander penseln. Und dann gibt es eine, die kann im Garten, so macht die sowas mit wie heißt das da so? Tomaten. Sehr richtig. Das, was du immer ins Gesicht kriegst, was du spürst. Mit Tomaten, macht so Figuren. Und dann ist eine, die ist künstlerisch sehr begabt und sagt, ja, sie schnitzt eine Statue, einen Mann. Sie schnitzt einen Mann. Und irgendwann beim Nobe abwärts kommt sie dann und dann kennt sie sich nicht mehr aus. Und geht zur Schwester Oberin und sagt, ich weiß aber, echt ein Problem, ich möchte einen Mann schnitzen und groß, klein, weiß man nicht. Ne? Sagt sie, okay, du kannst einmal, du schaust dir einen an und dann kannst du schnitzen, ist absolut in Ordnung. Okay, die nimmt sich einen Abend Zeit, schaut sich das an, dann kommt der Tag, wo das neue Kloster eingeweiht wird und diese Statue steht verhüllt in der Mitte, spielt also eine Geigen-Harfenmusik, dann reißt die Oberschwester dieses Tuch weg, alle Nonnen schauen und sagen, ah, der Gärtner! Er gefällt keinem so gut wie ein Gärtner. Ich habe mir gerade dasselbe gedacht. Ja, was ist mit dem? Nein, ist toll. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, ich finde, die sind beide rot. Beide? Bist du wahnsinnig, Harry? Was, ja, also, ja, mit dem müssen wir leben. Dieter, ja, was also ist mit dir? Sag ich jetzt mal so, ja. Also, in Österreich sind die Maßstäbe scheinbar deutlich niedriger als bei uns, ja. Aber mit eurer Witzeerzählfähigkeit könnte ich euch einen Job bei DSDS anbieten, ja. Mhm. Ihr könntet beide die Leider-Nein-Tafeln durchs Studio tragen. Das war scheiße. Auch rot? Nee, das war rot. Beide rot? Das beide ist ein rot. Skandal? Bernd Dusch! Ich versenke meinen Joker und den 5-Punkte-Nonnenwitz. Es ist ein Trauerspiel heute. Danke fürs Bleiben. Ah! Das habe ich jetzt gewonnen, oder wie sieht das aus? Bin ich jetzt, habe ich jetzt das gewonnen? Eine rettende Glocke vom Schule. 5 Punkte, ich bin glücklicher Vierter. Dann kommt der Harry, dann kommt der Dieter mit 11 Punkten. Ich bin der Witzige, du bist mir doch den ersten Platz geben. Und dann kommt die Lydia. 17 Punkte. Lydia, wir gratulieren von ganzem Herzen an dieser Stelle. Schalten Sie nächste Woche wieder ein. Wenn es heißt, sehr witzig wieder besser, sehr witzig. Wir bedanken uns bei unserem heutigen Stargast, Dieter Bohlen. Oder Gernot Haas, man weiß eigentlich nicht. Ja, die Apokalypse ist ausgebrochen. Bernd die Band spielt. Es ist großartig. Der Letzte wird die Zeche zahlen und ein neues Studio bauen. An dieser Stelle, danke fürs Dabeisein. Das sieht man ab. Es ist alles großartig, ich liebe sie. Es geht aufs Bonkonto.